Was mache ich denn jetzt hier im Hinterhof? Okay, wir laufen einfach mal nach vorne. Du, 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 du. Na, habt das erkannt? Ja, genau, das war Indiana Jones. So, mal gucken, ob wir deine Zeugenaussage richtig analysieren können. Ich bin nicht mehr ganz im Spiel drin, wie ihr merkt, aber naja, was soll's. Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Ich habe gerade festgestellt, wir sind gar nicht mehr so richtig im Partnerlook. Das finde ich nie so doll. Egal. So, dann machen wir mal Augenzeugenbericht. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Ein Streit. Das ist ein neuer Hinweis. Was denn für ein Streit? Könntest du das bitte etwas genauer erklären, erläutern? Ich frag mal meine Intuition, was ich da machen soll. Okay, dann ist es eindeutig ja schon mal die Wahrheit. Ich würde es zwar gerne anzweifeln, aber ich brauche da halt mal mehr Informationen zu. Also wenn ich jetzt sage, es ist die Wahrheit, dann weiß ich nicht, ob sie von mir aus dann mehr erzählt. Also ich sag jetzt einfach mal, das ist die Wahrheit, weil ich will das ja eigentlich nicht anzweifeln. Also ihr versteht schon, ich will mehr Informationen, aber ich will es nicht anzweifeln. Egal. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Ja, ich hab mal was richtig gemacht. Beschreibung des verdächtigen Fahrzeugs. Oh, jetzt wird's interessant. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Woher soll ich denn jetzt wissen, ob das richtig ist? Habe ich irgendwas? Fahrerfluchtfahrzeug? Was habe ich denn dazu? Dazu habe ich noch gar nichts. Ja, das Opfer war betrunken, bla bla bla. Durch Kühlerfigur verursacht. Könnte, was hat sie gesagt? Ein dunkelroter Lincoln Continental. Ob das jetzt richtig ausgesprochen ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, ist mir auch egal. Also, dagegen habe ich jetzt nichts einzuwenden. Ich weiß auch leider nicht, wie das Auto aussieht. Würde mir jetzt mal jemand sagen, wie dieses Auto aussieht, könnte ich sagen, ob das eine Kühlerfigur hat oder nicht. Denn wenn das nicht so ist, dann müsste ich es jetzt anzweifeln. Aber naja, ich sag jetzt einfach die Wahrheit. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Ah ja. Schön. Ich mach mal alles richtig. So, Streit mitgehört. Jetzt wird was bestimmt. Da muss ich ihn bestimmt ein bisschen auf den Zahn fühlen. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman. That's all. Wow. Wirklich? Sie scheinen sich nicht direkt zu erinnern, aber sie scheinen sich da auch gerade nicht so ganz wohl zu fühlen. Also wir zweifeln das jetzt einfach mal an auf meine... Ja, guckt euch die doch mal an. Einfach mal auf meine Intuition hingehend, sagen wir mal, das scheint mir irgendwie nicht ganz schlüssig zu sein. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress and things are pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Oh, nee. Miss Perry, your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Ich gebe mir Mühe. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. Jetzt muss ich die Gäste auch noch befragen. Hier ist ein Telefon. Hier ist ein Telefon. Wozu brauche ich denn ein Telefon? Gentleman? Was ist denn hier hinter? Hallo? I'm at a loss. Witness statements next. We know we've got the girl as an eyeball, but we should check the bar as well. Wo ist denn hier ein Telefon? Ich sehe kein Telefon. Ah, da ist ein Telefon. Okay, benutzen wir es. Operator, give me dispatch. Putting
you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Ich kann warten. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton. 738 West Temple Street. Thanks for your help. Sehr schön. Dankeschön. Looks like we caught a break on this one. So, dann fragen wir mal die ganzen Leute hier noch aus. Guten Tag, hallo, ich bin von der Polizei. Wrinkled was not one of the things I wanted to be when I grew up. Okay, du willst mir nicht helfen. Olive oil comes from olives, where does baby oil come from? Okay, du hilfst mir also auch nicht weiter. Die sind hier alle betrunken, ey. Help me out. Witness statements next. We know we've got the girl as an eyeball, but we should check the bar as well. Real happiness is when you marry a girl for love and you find out later she's got money. Ach so, er sagt, wir sollen nach Hinweisen suchen, oder? Hinweise? Witness statements next. We know we've got the girl as an eyeball, but we should check the bar as well. Okay, die Bar überprüfen. Wir brauchen also irgendwelche Hinweise. Ideas? Witness statements next. Ja, ja, jetzt hör doch mal auf, das ständig zu sagen. Jetzt wird's langsam lächerlich. Ich versuche hier nur, alles durchzuklicken, was so geht. Nein, jetzt hör auf! Dann saßen sie bestimmt hier in diesem. Ich will nicht meine Intuition verschwenden. Wo saßen die denn, verdammt? Ah, wir sollen nachher ins Hinterzimmer wahrscheinlich gucken hier. Nein, nicht rausgehen. Nein, 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 hör auf damit. Danke. Dürfen wir jetzt hier was untersuchen? Hallo? Dürfen wir jetzt hier was untersuchen? Hallo? 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 Witness statements next. No. Ja, ich versuch's doch. Ich weiß bloß noch nicht genau, was ich hier untersuchen soll. Oh nee, jetzt labert er das schon wieder. Okay, hier in dem Raum ist eindeutig nichts. Danke, darf ich mich hier frei umsehen? Was ist hier drinne? Darf ich nicht gucken? Okay. Vielleicht hier mal reingucken? Nee? Nee? Darf ich nicht? Ist ja traurig. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Bitte was? Das war jetzt eigentlich rein intuitiv, dass ich ihn angesprochen habe. Das war jetzt wirklich rein intuitiv. Na egal. Ich wollte eigentlich mal nicht mein Notizbuch angucken. Ich wollte direkt nochmal sehen, was hat er gesagt? Lester und Lorna. Lorna. Es geht doch nichts darüber, seine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen, was? Hä? Seine schmutzige Wäsche? Was zum Geier labert der da? Seine schmutzige Wäsche? Was erzählst du? Nein, nicht nochmal. Halt schon. So. Also, Tübi, du hast mich schon mal angelogen, also du lügst. Eindeutig, ne? You know what they were fighting about, Lynch. Stop lying to me. So now you know what I know? You a mind reader now? Nee, aber ich hab eine andere Zeugenaussage, die sagte, die haben über was anderes gestritten. Nicht über schmutzige Wäsche. Etwas Intimes. Wenn du verstehst, was ich meine. I thought not. Do you want to accuse me of anything else now? Oh, komm schon. Just makes us more inquisitive, Lynch. We'll get to the bottom of this. With or without you. That guy has a serious attitude problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Ah ja. Okay. Dann haben wir alles. Dann lass uns mal fahren. Gehen oder keine Ahnung. Wo ist unser Auto? Was, wir sollen noch mehr Hinweise suchen?
Ich dachte, ich habe schon alle Hinweise. Alle Hinweise anzeigen. Übrig 0. Wie, hä? Welche Hinweise werden denn jetzt noch angezeigt? Ich hab's nicht gesehen. Ach, hier auf der Karte werden das... Sind das jetzt Hinweise, die angezeigt werden? Meine Güte, darauf kommt doch keine Sau. Ich soll hier im Müll nachgucken? Meine Güte, ey. Ich muss ja hier echt kompliziert denken. Oh mein Gott. What the hell? Wo soll ich denn hin? Wie soll ich denn das Messer drehen? Da steht irgendwas. Knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Ja, bin ich ganz dafür. Okay. Haben wir alles. Bitteschön. Untersucht man das Blut, ist das das Blut unseres Opfers. Meine Güte, aber so weit vom Tatort hätte ich gar nicht geguckt. Wie, hier ist noch was? Das Opfer hat noch irgendwas. Was hat denn das Opfer noch? Irgendwas hat das Opfer noch. Aber ich weiß nicht was. Was soll denn das Opfer noch haben? Außer einen verdrehten Kopf. Und, hey, ich bin gerade völlig irritiert. Was könnte das Opfer hier noch haben? Ja, natürlich. Oh Mann, bin ich doof. Führerschein. Ja, ja, weiß, männlich, seine Straße, seine Größe, sein Alter, Augen, Haare, neuer Hinweis. Wir müssen die Angehörigen benachrichtigen. Die sind doch schon benachrichtigt, oder nicht? Ja. $1 Und? Ja gut, das hatten wir gerade schon. Wer hatte $1 dabei, ja? Okay. Gut. Meine Güte, ich bin aber mal wieder richtig doof. Also man sieht, ich habe das Spiel länger nicht mehr gespielt und schon bin ich nicht mehr in der Verfassung, das Ganze hier richtig wahrzunehmen. Das ist ja richtig traurig. Okay, gut, dann lass uns mal fahren. Wir haben soweit alles gefunden. Wo fahren wir denn als nächstes hin? Sheltons. Wir sollten erstmal in Pattersons Haus oder Wohnsitz fahren, um der Frau Bescheid zu geben. Also, wir machen mal wieder die Sirene an, ganz klar. Wir verlassen hier unseren Ort. Oh Gott. Was ich sehr cool fand, ich wollte gerade eigentlich schweigen, damit ihr das hier zuhören könnt, aber ich habe ja gesagt, ich erzähle da lieber. Was ich sehr cool fand, dass mir angekreidet wurde, dass ich fahre nach alter GTA-Manier. Aber ich finde, das trifft das eigentlich ganz gut. Das Spiel ist ja eh von Rockstar, von daher würde ich mal behaupten, das ist gar nicht so falsch. Ja, ich kann mal wieder fahren wie ein Held. Ich bin von der Polizei, kann ich nur immer wieder sagen. Ich darf das. Nicht mit Sirene da jetzt hinfahren. Sonst schrecke ich die Leute noch auf. Wohnsitz der Pattersons. Es ist immer noch kurz vor 5 am Morgen. So, wir kommen nochmal rein. Ja, wir stürmen hier einfach rein. Hallo? Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Die scheint mir irgendwie ganz komisch zu sein. Die ist mir nicht ganz koscher. Hallo. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and I beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well.
Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No. I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous.